glaube, wir haben mit allen gesprochen, oder? Dann gehe ich aber zum Meister. Das ist, glaube ich, schneller und einfacher. Also hier muss ich hoch, oder? Muss ich hier hoch? Ja. Gut, dann machen wir mal eine Speicherung. Und dann versuchen wir mal, wieder einen Boss zu killen. Sicher. Heilkräuter haben wir. Ja. Gib nicht auf. Nö, das hatte ich nicht vor. Sind wir hier richtig? Hier sind wir richtig. Okay, Leute, jetzt kommt auch wieder ein bisschen Story. Jetzt geht das los. Hier noch was? Nein. Da ist ein Typi. Bist du Herbert? Dr. Leo erwartet dich. Das ist also anscheinend der gute Soldat. Und der andere auch da. Du bist Herbert. Die Vögel von Greenwood haben mir von dir erzählt. Die Steine, die du gesammelt hast, sind der Schlüssel zur Welt des Bösen. Sie sind die Kraftquelle der Maschine, die das Böse rief. König Magritte besitzt den letzten Stein. Wir müssen ihn befreien, um ihn zu erhalten. Begebe dich dann zur Welt des Bösen und besiege Deathtoll. Machen wir. Doktor, das Schiff ist bereit! Doktor! Sie sind Königin Magritte! Sie haben die Welt zerstört! Haben Sie das nicht gemerkt? Seien Sie still, Weichling! Erledigt ihn! Ja, das waren unsere beiden getreuen Helfer. Sie haben mir alles genommen! Sie sind schmutziger als das Böse selbst! Dr. Leo, Sie reden zu viel! Das Leben ist nicht einfach, schauen Sie! Hey, geh weiter! Vater! Vater, ich habe gewusst, dass ich dich wiedersehen würde! Aber nicht in einem solchen Zustand! Dr. Leo, Sie werden immer noch das tun, was ich Ihnen sage! Sie! Wie Sie schon sagten, ich habe eine Maschine gebaut, mit der man Deathtoll rufen kann. Diese hat damit nichts zu tun! Seien Sie still! Dr. Leo, Sie werden immer noch für uns arbeiten müssen! Nun gut. Ich kann das Leben anderer Leute nicht mehr aufs Spiel setzen. Aber bitte, lassen Sie Lisa frei. Sie ist das Wichtigste auf dieser Welt. Auch wenn ich sie nicht sehen könnte, so würde sie mich doch motivieren. Ich kann alles aushalten, wenn ich mir ihr Gesicht vorstelle. Sie sind ein ehrbarer Mann. Okay, Dr. Leo, lassen Sie Lisa allein. Das war an den Soldaten gerichtet. Leo flüstert in Herberts Ohr. Herbert, bleib hinter mir. Hier, nimm dies und geh aufs Luftschiff. Pass bitte auf Lisa auf. Ich werde nicht weglaufen. Du kannst mich überall mit hinnehmen. Lisa, bitte vergib mir. Für alle. Herbert, ich glaube, ich wurde in der falschen Generation geboren. Wissenschaftler müssen Maschinen erfinden, um die Menschen froh zu machen. Aber ein ungeduldiger Wissenschaftler kann eine gesamte Kultur vernichten. Einige glauben, dass Frohsinn schnell erreicht ist. Ich glaube, er kommt mit Geduld. Lisa, es tut mir leid, dass ich dich verlassen muss. Ich werde nicht sterben, sondern vielmehr einschlafen. Wenn ein Wissenschaftler mit meinem Wissen gebraucht wird, kehre ich zurück. Lisa, werde glücklich, aber unterstütze nichts. Überstürze nichts, meine ich natürlich. Ich rede wirres Zeug. Ja, ich spüre. Lisa kann nur noch weinen. Ich gehe nochmal speichern. Denn falls wir jetzt beim Endgegner sterben sollten, will ich das ganze Gelaber nicht nochmal vor mir haben. Deswegen speichere ich noch einmal ab. Gut. Und jetzt versuchen wir es, den Boss zu killen. Also nicht falsch verstehen, das ist noch nicht der Endboss, ne? Also die letzte Welt kommt ja erst noch. Aber
Dieser ist einer der schwierigeren Endgegner. Finde ich. Also kannst du mit mir reden? Lisa kann nur noch weinen und du machst nichts. Kann ich den Traumstab auf dich legen? Bisschen makaber, ich versuch's mal. Nein, das funktioniert natürlich nicht. Okay. Das ist der Schlüssel fürs Luftschiff. Den rüsten wir mal eben aus. Und dann wollen wir fliegen. Herbert dreht den Zündschlüssel um. Okay. Jetzt schnappen wir uns mal eben unser Kraftarmband. Da ist der Geier. Oh weia. So, wir müssen aufpassen. Irgendwo können wir uns hier sicherlich hinstellen. Ah, genau. Hier können wir uns einigermaßen sicher hinstellen, ohne dass wir getroffen werden. Und wir schlagen ihn einfach. Allerdings schießt er ab und zu auch so ein paar tolle, Kugeln. Wie jetzt zum Beispiel. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay. Gut, wenn man weiß, wo man stehen muss, geht's. Ja, oh. Ja. Hat er mich getroffen. Oh, der findet doch gar keine Energie. Puh. Ja, wir müssen diese Methode aber schon so machen. Oh, es verfärbt sich. Er wird schwächer. Ja, ist klar. Uff. Nö. Ach, Kacke. Wo bist du denn? Oh nee, hör mal auf zu spucken. Komm mal wieder hierher geflogen, das ist besser. Ja, so ist gut. Oh, ich habe ihm Energie abgezogen. Und er spuckt schon wieder. Er wird böse. Hab dich. Sehr schön. Und das Ganze nochmal, bitte. Ja, hier ist echt das Geheimnis, dass ihr euch nicht groß von der Stelle bewegen dürft, weil wenn er euch erstmal hat mit diesen Feuerkugeln, dann habt ihr verkackt. Das ist so. Ich krieg dich. Bald habe ich dich. Denn ich habe noch Heilkräuter und du nicht. Ach, er schon wieder. Au! Ich sollte schnell Heilkräuter auswählen. Haben wir. Ach, Mann. Ich hab mich aufgepasst. Nicht flapsig werden, Alex. Ja, wieder. Mann, wieder hoch. So. Aha. Nicht mehr lange. Komm. Noch zwei, drei Mal, dann haben wir dich. Jetzt haben wir dich gleich. Ja, oh, war klar. Einmal muss er halt noch versuchen, mich zu killen. Mensch, du. Komm her. So, da hast du. König Magritte befreit. Ich wusste, was vor sich ging. Ich konnte nichts tun, um die Königin zu retten. Okay. Und jetzt? Können wir einfach runtergehen vom Schiff? Nö. Wie denn jetzt? Wo denn jetzt? Was denn jetzt? Ans Steuerrad? Herbert fliegt das Luftschiff zurück zum Pier. Ja, mach mal. Okay, wir haben wieder angedockt. Hallo.
Hallo, danke, dass du bei mir geblieben bist, als mein Vater starb. Ich dachte, ich würde es nie wiedersehen. Aber durch dich hätte die Möglichkeit, ihn wiederzusehen, hatte ich. Ich rede Scheiße, seit du nicht ins Gras gebissen hast. Nein, seit du mich in Grass Valley gerettet hast, muss ich immer an dich denken, wenn ich meine Augen schließe. Übrigens, vielleicht kannst du mir meine Fragen beantworten. Bist du ein menschliches Wesen? Nein. Ich verstehe. Ich habe das Gefühl, dass du weit weg von mir bist. Auch wenn du vor mir stehst. Ich habe das Gefühl, dass du uns vom Himmel aus beobachtest. Ich weiß nicht, wie ich meine Gefühle zum Ausdruck bringen soll. Aber das ist okay. Ich liebe... Du wirst gegen Deathtoll kämpfen, oder? Meine Zusammenhänge sind voll scheiße, die ich erzähle. Ich würde auf Wiedersehen sagen, aber dann müsste ich weinen. Gehe bitte, solange ich mich umgedreht habe. Ich würde auf Wiedersehen... Ja. Tolle Art, sich zu verabschieden, Schlampe. Nein, weiß ich nicht. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, die ist doof. Okay, ja, wie gehen wir hier hin? Na gut, sie hat gerade ihren Papa verloren. Wahrscheinlich ist sie etwas verwirrt. Ja, wir speichern mal eben kurz. Ich will noch mal eben kurz mit dem König reden. Das sollten wir tun. Und dann reisen wir noch zu einem bestimmten Punkt, bevor wir in die letzte Welt gucken. Obwohl, nee, können wir noch gar nicht. Wir können noch gar nicht zu diesem einen König im Berg, in der Berghütte, weil uns ja noch dieser eine... Dingensbummens fehlt. Den Stock haben wir schon und wir haben den Spiegel, aber uns fehlt der Ball ja noch. König, Keule. Ich habe als König versagt. Ich befahl den Leuten, mir zu gehorchen. Und tötete diejenigen, welche mir nicht gehorchen wollten. Wenn du einmal auf der Spitze warst, geht es nur noch bergab. Ich war nur ein Feigling. Ich habe einen Pakt mit dem bösartigen Deathtoll gemacht. Nur weil ich gedacht habe, ich könnte damit die Königin beeindrucken. Aber die Königin wurde von ihrem eigenen Verlangen gefangen und schied dahin. Ich muss mich bei dir, Leo, entschuldigen. Bei Dr. Leo entschuldigen. Ich habe den schwarzen Stein bei mir. Du müsstest jetzt alle 6 haben. Gehe nun zur Welt des Bösen und besiege Deathtoll. Das ist alles, was ich für Dr. Leo tun kann. Dankeschön, wir haben alle Steine. Und jetzt noch eine Sache, die kann man nicht unbedingt wissen, aber ich gehe nochmal ins Haus der Königin rein. Und da, wo die Königin vorher gestanden hat, die ist ja nun tot, gehe ich hin. Herbert fand das unzerstörbare Armband, wo vorher die Königin stand. Und dieses Armband, Leute, ist das Beste. Super Armband. Dein Schwert und deine Rüstung halten doppelt so viel aus. Dieses Armband ist genial. Leider kommt es sehr, sehr spät im Spiel. Naja gut, ist nicht zu ändern. Wir speichern jetzt ab und beim nächsten Mal kommt die letzte Session, die nicht mehr lange dauern wird, Leute. Wir haben nicht mehr viel vor uns. Noch eine kleine Welt. Eine wirklich kleine Welt steht vor uns und ja, viel Abspann kommt noch. Also noch einiges an Story. Aber wir sind dem Ende ziemlich nah. Und ich sag erstmal, achso, ich wollte ja... Warte, ich muss nochmal speichern. Ich muss ja diesen schönen Abschlussbildschirm nochmal hier erlangen. Das ist okay. Gut. Möchtest du weitermachen? Nein. So, und ich sage tschüss und macht euch bereit für die letzte Session. Euer Alex sagt ciao. Bis demnächst.